So, Mahlzeit, Freunde, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Und zwar wollte ich euch heute mal ein neues Diagnosegerät vorstellen, also ein anderes Diagnosegerät. Ich habe ja vor kurzem schon mal eins gereviewt und euch mal gezeigt. War aber recht, es war kein günstiges Diagnosegerät. Heute deshalb einmal so einen ganz günstigen OBD-Scanner. Und zwar habe ich hier den C-Reader 3001 von der Firma Launch. Und ich würde sagen, wir testen das Ding einmal, gucken, ob wir damit überhaupt irgendwie ins Auto reinkommen, wie das Menü ist, wie die Sprache ist, weil oftmals ist es halt so, dass diese China-OBD-Geräte auch schlecht übersetzt sind meistens. Und ich würde sagen, wir schauen einfach mal, was das Teil kann. Auf der Verpackung hinten steht schon mal alles auf Englisch. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Es steht alles auf Englisch hier drauf. Könnt ihr das alles lesen. Deswegen brauche ich jetzt nicht nochmal hier durchzugehen. Auf jeden Fall ist es halt ein ganz einfaches, billiges, ich glaube 22, 23 Euro Diagnosegerät. Deswegen würde ich sagen, packen wir das Ding jetzt einfach mal aus, stecken den einfach mal an die Karre dran und gucken, was wir damit so machen können. So, hier haben wir das gute Stück. Deswegen würde ich sagen, stecken wir den einfach mal rein. Und wir sehen, wir haben die Zündung aus und der geht trotzdem schon an. Deswegen gucken wir jetzt einfach mal, was der hier so kann. Ich gucke mal, ob ich das fokussiert bekomme. Also grundsätzlich erstmal zum Überblick. Wir haben hier nichts Besonderes. Das sind 4 Tasten insgesamt. Hoch, runter, okay und zurück. Wir sind jetzt hier im Hauptmenü. So, zack. Und haben jetzt einmal hier Diagnose, Nachsehen, DTC, Tooleinstellung und Hilfe. Nachsehen, DTC gefällt mir schon sehr gut. Von der Sprache her. Wir gehen einfach mal in Diagnose rein, gucken mal, was er so macht. Und was mir jetzt auf den ersten Blick schon auffällt, ist, dass das optisch sehr ähnlich zum iCarSoft ist. Also zumindest von der gleiche Farbgebung. Ist natürlich ein kleinerer Bildschirm. Aber er geht jetzt hier die Steuergeräte einmal durch. Sucht einmal das Richtige raus. Gucken, ob er überhaupt eins findet, wenn wir jetzt die Zündung aus haben. Ich denke mal nicht. Aber mal gucken. Ne, von der Haptik her, das Ding ist einfach Hartplastik. Also es ist absolutes Hartplastik, nichts Besonderes. Okay, er findet natürlich keine Verbindung, deswegen machen wir einmal Zündung an. Machen das Ganze jetzt nochmal, einmal zurück und nochmal in die Diagnose, einmal die Lüftung ausmachen. So, und spielen das Ganze jetzt nochmal durch. Mal gucken, wie schnell er jetzt ist. Wahrscheinlich genauso langsam wie gerade eben auch. Aber wir gucken mal. Grundsätzlich kann ich ja erstmal nichts Schlechtes zu diesen Diagnosegeräten sagen, was das angeht. Wir haben jetzt hier einmal durchgelesen. Wir haben 0 Fehlercodes hinterlegt. Ja, Readiness, Data Stream Count, Protokolltyp ISO. Haben wir hier noch mehr? Nee. Wir können jetzt nochmal Codes lesen. Get Support, das ist natürlich der Wahnsinn jetzt schon. Also wir haben einen Mischmasch aus Englisch und Deutsch hier in dem Fall. Ist natürlich schon geil. Was können wir hier machen? Datensatz. Unterstützten Datensatz holen. Ladend. Also wir können uns hier auch Live-Daten anzeigen lassen. Ist natürlich jetzt wieder alles auf Englisch. Das heißt Load, das heißt ist wahrscheinlich Last. Das ist wahrscheinlich die Kühlmitteltemperatur, würde ich jetzt mal sagen. Jetzt haben wir ja keine Ahnung, was das hier sein soll. Ah, RPM, ja, gucken wir mal, wenn wir den Motor jetzt starten. Oh ja, das funktioniert.
Das ist wahrscheinlich die Ansaugtemperatur gerade. Klar, die ist sehr hoch, weil gerade natürlich der Motor stand, heiß abgestellt. Das heißt natürlich, der hat jetzt warme Luft, die er ansaugt. Die müsste aber jetzt gleich runtergehen. Wir gucken einmal, was das hier noch kann. MAF-Sensor. Das könnte hier die Lambda-Sonde sein. O2-Sensor, ja. Können wir noch mehr anzeigen lassen. Nochmal O2-Sensor, O2-Sensor. Interessant, interessant. Ja. Haut uns auf jeden Fall ein paar Werte raus. Ob die jetzt stimmen, weiß ich jetzt nicht. Kann ich natürlich nicht nachprüfen. Zack. Und Mill, also ist wahrscheinlich Motorkontrollleuchte, Distanz 0 Kilometer. Das kann ja nicht sein. Ich habe die ja nicht gerade ausgemacht. Komisch. Gehen wir mal zurück, gucken, was wir hier noch haben. Machen wir mal kurz die Karre Auszündung wieder an. Was haben wir hier? Test, Standbild, Test Lambda-Sonde, Onboard-Überwachung. Mal gucken, dass das Ding hier mal scharf bleibt. Das ist mal schwierig. Ja, weiter zurück hier vielleicht. Ah, so ist besser, ne? Ja. Onboard-Überwachung, Test EWAP-System, also Unterdrucksystem, Fahrzeuginformation. Gehen wir mal in die Fahrzeuginformation rein, gucken, was hier so drin ist. Get Support Data, WIN, CVM. Gucken, ob er die WIN ausgelesen hat. Ah, natürlich nicht. Kriegt die WIN bei dem Fahrzeug nicht ausgelesen. 2001er Baujahr, Facelift E39. Was ist CID? Keine Ahnung. Was mir das bringen soll, CVN, auch keine Ahnung, was mir das bringen soll. Deswegen gehen wir mal wieder zurück, gehen wir mal wieder hoch hier, schauen, was es kann. Standbild hat keine Umgebungsdaten. Okay, gehen wir zurück. So, IM-Bereitschaft. Dieser Fahrzyklus, das ist auch wieder Englisch-Deutsch. Das Fahrzeug unterstützt nicht. Sind DTCs cleared? EWAP Air Ready. Ja. Also der zeigt hier irgendwelche lustigen Sachen an, wo man aber jetzt echt... Also ich kann jetzt spontan nichts damit anfangen. Deswegen werde ich da auch gar nicht weiter drauf eingehen. Was er macht, ist Fehler auslesen. Fehler kurz löschen. Was soll denn löschen? Wir machen einfach mal gucken, ob wir das überhaupt hinbekommen. Motorauszündung an. Emissionsbezogene Diagnoseinformation wurde gelöscht. Ein geiler Text. Gehen wir mal zurück wieder. Ja, er macht hier auf jeden Fall was. Ne? Zurück? Man muss OK drücken. Ja. Ja, wie gesagt, was wir hier machen können, ist Codes lesen, Fehler kurz löschen, Ihren Bereitschaft, Datenschatz, Standbild, Test, Lambda, Sonde. Also das... Das ist hier sehr verdächtig zum iCarSoft vom Menü her. Ich meine, diese Punkte hätte ich da auch. Aber da ist meiner Meinung nach die Übersetzung deutlich besser gewesen, was das angeht. Müsst ihr mal in mein anderes Video reinschauen. Ich verlinke euch das sonst auch gerne mal. Ja, ich denke mal so, es ist ein Lounge. Also Lounge sollte schon mal ein Begriff sein. Die machen doch recht gute Diagnosesysteme. Ich weiß, der Cargraph, der arbeitet viel mit Lounge-Testern. Und der ist eigentlich soweit sehr zufrieden auch mit den Dingern. Deswegen würde ich sagen, ist das Teil hier, um wirklich nur Fehlercodes zu lesen und zu löschen, so für den Heimgebrauch vollkommen ausreichend. Das Ding kostet irgendwie 23 Euro oder so. 22, 23 Euro. Ich verlinke euch das Teil gerne mal bei Amazon. Da könnt ihr euch mal angucken, wenn ihr irgendwie so ein... Dingen sucht. Es gibt auch noch andere billige Tester, wo ich aber auch weiß, dass die Dinger einfach nicht richtig funktionieren. Zum Beispiel, ich glaube, diese Anzeltester oder wie die Dinger heißen, sieht ähnlich aus, hat eine etwas andere Software drauf und kriegt es nicht hin, auch überhaupt Fehler zu lesen bzw. zu löschen. Hier ist eine etwas andere Software drauf, die ist von Lounge bzw. von den etwas besseren Diagnosegeräten aus China, mit denen ich jetzt schon gearbeitet habe. Und
Deswegen würde ich sagen, ist das ja auf jeden Fall Versuch wert. Wenn man sich dafür interessiert, kann man sich das Ding mal beiseite legen. Im Handschuhfach ist immer gut, wenn man so ein Teil dabei hat. Viel falsch machen kann man nicht damit. Und wenn das sich doch ja, daraus entpuppt, dass es nicht so geil ist, dann hat man nicht so viel verloren. Und bei Amazon kann man es immer wieder zurückschicken. Deswegen würde ich sagen, super. Bis auf das Hartplastik. Also das ist von der Haptik her echt unangenehm, das fühlt sich gar nicht gut an. Das ist einfach nur hart, aber gut, bei dem Preis, da wollen wir jetzt auch nicht meckern. Ja, was soll ich jetzt dazu noch sagen? Ist halt ein Standard OBD-Diagnose-Interface C-Reader 3001 von Launch. Diagnosefunktion verlassen, ja, gehen wir mal raus. Sind im Hauptmenü, gehen wir einmal kurz in die Einstellung rein. Achso, hier ist nochmal die Sprache, die wir einstellen können. Also wir können Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, Russisch, Italienisch und Portugiesisch. Und eine Maßeinheit können wir einstellen. Also metrisch oder hier Imperial, also das, was die Amis so drüben haben. Womit keiner eigentlich was anfangen kann. So, was haben wir noch? Hilfe. Wir haben hier Hilfe noch drin. Über OBD. Was ist OBD? Hey, für alle, die es nicht wissen, erkläre ich euch das noch einmal kurz. Was ist OBD? Das war echt viel Text jetzt. Aber hey, das Ding erklärt euch sogar, was OBD eigentlich ist. Alles jetzt gerade beim Schnelldurchlauf. OBD 2 Modi haben wir noch. Hier steht auch noch ein bisschen was dabei. Muss ich euch jetzt nicht alles vorlesen. Wie gesagt, das Teil, kleines Ding, günstig, fürs Handschuhfach vollkommen in Ordnung. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal, ist nämlich kostenlos und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Vielen Dank, bis dann, macht's gut, ciao.